Neue Erkenntnisse aus der Forschung verbessern die Behandlung von Patienten mit chronischen, nicht krebsbedingten Schmerzen. Opioide wurden zu häufig verordnet und zu selten eine effektive, nachhaltige Therapie begonnen. Opioide helfen schnell, doch ebenso schnell tritt die körperliche Gewöhnung an die Medikamente ein. Eine Erhöhung der Dosis hilft dann auch nur kurzzeitig, macht aber das Auftreten von Nebenwirkungen wahrscheinlicher. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Einnahme von zu hochdosierten Opioiden häufig zu einer erhöhten Sturzgefährdung führt, die sexuelle Erregbarkeit mindert und die körpereigene Immunabwehr schwächt. Des Weiteren führt sie zu Schlafstörungen und erhöht das Risiko für Unfälle im Straßenverkehr. Ungeeignete und falsch dosierte Schmerzmedikamente können durch das übersensibilisierte Nervensystem selbst zu vermehrtem Schmerz führen. Natürlich ist es einfacher und nachvollziehbar, lieber Tabletten nehmen zu wollen, als eine aufwendige Therapie zu beginnen, gerade da sich oft mit der Zeit eine Abhängigkeit entwickelt, die ein Absetzen der Medikamente trotz starker Nebenwirkungen erschwert. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse verändern sich und da Opioide nur kurzfristig helfen, sollten sie bei chronischen, nicht krebsbedingten Schmerzen nicht mehr verschrieben werden. Eine den ganzen Menschen umfassende Therapie ist empfehlenswert. Die sogenannte multimodale Schmerztherapie lässt sie nachhaltig von ihren chronischen Schmerzen genesen.